Hallo, meine Freunde, willkommen zurück zur zweiten Folge von Sanity of Morris. Wir sind jetzt hier im Keller gewesen, haben die Sicherung angemacht, haben noch eine quasi Voicemail von unserem Vater bekommen, dass er uns gerne in der Forschungseinrichtung, die er da anmelden wollte, dass wir da arbeiten können. Wir haben abgelehnt, da wir Polizist oder Detektiv werden wollten. Ja, und wir waren wohl ein bisschen sauer auf ihn, weil er uns auch angeblich einfach so verlassen hat, uns und unsere Mutter, was unsere Mutter erzählt hat. Wo war jetzt nochmal das Badezimmer? War oben, oder? Glaub schon. Hier. Screwdriver fits? Eine 4 haben wir jetzt auch noch. Schön. Looks like there's a number here. 4. Und noch eine Voicemail. Recorded tape. Past my prime, my ass. This is Hank Morris, October 2019. I've just been sent off on retirement, if you can believe it. I've held this job for 14 years now and did it well. I'm still young, I'm only 65. I still have scores years in me. But they wouldn't let me. Said it was time I let the younger guys push the boundaries of science. So now I'm stuck at home. Just me and yours truly. God, what will I do all day? I'll miss the talks at the coffee table, but I don't reckon my colleagues will come visit much. And I'm not quite the social call type myself either. Well, at least I'll have more time for my research into the alien presence in Greenland. I'm quite sure I'll be able to pinpoint the ship they are hiding on soon. Just need a little more time so I can finally prove my theory. So sure as hell, I ain't going to return the WASCOM satellite I borrowed. No siree. Before taking all my stuff from the office, I set up all my work accounts for it. Remote access, built in a little back door for myself. I'll be able to tap into the RICS network from here just fine. Yeah, maybe I'll do some digging into all that research of the 70s and 80s that they're so hush-hush about. Maybe I'll even publish a paper about it. Yeah, maybe that's what I'll do. I'll show them some boundary-breaking research. Okay. Dimwits. Also, Oktober 2019 sind wir mit 65, glaube ich, in den Ruhestand. Mussten wir zwangsweise, glaube ich, in den Ruhestand. Aber wir sind ja noch jung mit 65. Aber unser Vater musste dann mit 65 in den Ruhestand. Hatte aber dann Zeit gefunden, die Theorie mit den Aliens weiter nachzugehen. Und da weitere Beweise zu sammeln und die zu veröffentlichen, was da in den 70er Jahren nicht passiert ist. Wo die diese Signale nicht veröffentlicht haben. Was ist das? Ich will nicht. Eine 7. Soll ich nur eine 7 ohne irgendwas anderes? It's the number 7. Ich halte die Nummer 6847. Schön, dass wir die Nummer haben, freut mich. Wofür auch immer. Was haben wir? Genau, wir haben einen Zahlencode jetzt. Und müssen den wahrscheinlich hier eingeben, oder? Ja. Oh, mir fehlt something. Noch etwas? Oh. Was fehlt denn noch? This reinforced door needs a code. What's in the attic? Was fehlt mir denn noch und wo? I'm still missing something. Ich gehe die Räume nochmal alle durch. Ich fange unten am besten an. Fang hier einfach mal an. Mal gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Machen dann jede Tür nochmal zu, wo wir drin sind. Weil vielleicht ist da ja was. Mit der Türe dann. Oh.
Ich finde auch die Grafik hier ganz schön. Hier war ja auch nix, ne? Oh mein Gott. I've got to keep saying, John. War eine Hand? Got to keep saying. Oh, guck mal, schöner Fisch. Hör mal, hing hier nicht gerade ein anderes Bild? Hing da nicht eigentlich ein Bild von unserem Vater? Ohne Witz. Das haben wir uns gar nicht angeguckt. Das ist eine Vase, glaube ich, oder? Würde ich behaupten. Ich könnte schwören, da gerade ein anderes Bild noch hing da. Oh, was ist denn hier? This looks like the order of a code. Ah. Ich habe die Reihenfolge eines vierstelligen Codes gefunden. Cool, dann kommen wir jetzt auf den Dachboden anscheinend. Okay, ob das so cool ist, weiß ich noch nicht so genau. Whatever's upstairs, this door kept people in. Something in. Wir haben Böses beschworen, glaube ich. Okay, Hank. I think you wanted me to go here. So what is it you've been hiding away in the attic? Are you here? I need more light. Oh no. Oh shit. Oh shit. No, no, no. Was passiert da? What is this? Oh my god. It's some kind of verrückte Pflanzensache. Hank. Aliens real, okay? Ich glaube, dass unser Vater, glaube ich, echt ein bisschen durchgeknallt worden ist. QR-Code. Moment mal. Ich habe auf meinem Handy gar keinen QR-Scanner, weil ich ihn nie benutze. Moment eben, Leute, bin gleich wieder da. So, ich habe auf meinem Handy mal einen kurzen QR-Code-Scanner runtergeladen. Mal gucken, ob ich irgendwo drauf komme. Oh, da ist ein Game, Kickstarter. Klicken wir mal drauf. PC-Version. Steam, PS4, Xbox und Nintendo Switch. Cool, kommen wir auf so ein, so ein Video drauf. Nice, nice, nicht schlecht. Eine schöne Idee, um Werbung zu machen, eine echt schöne Idee. Du siehst nur Scheiße. These documents hold important information. Ich habe meine Kopfhörer echt schon sehr laut, aber irgendwie sind diese Erscheinungen für mich gerade nicht gruselig. Haben wir keine Schreckeffekte bisher? Außer erste Mal im Radio. This talks about aliens. I should keep that in a separate timeline. Keep facts from fiction. Das ist auch neu?
Es handelt sich um einen sehr alten Regierungsbericht über etwas, das in Green Lake abgestürzt ist. Es ist klassifiziert. Warum befindet sich dieser Bericht in einem Reese-Ordner? Haben Sie irgendwie Verbindungen zur Regierung? Daran hieß es, die NSA habe 1947 auf einen plötzlichen Energieschub reagiert. Zuerst dachten sie, es handele sich um eine Art fremden Waffentest, der schiefgelaufen sei. Es ist offenbar eine Art Meteor, der pflanzenähnliche Fasern trägt und eine seltsame Energie ausstrahlt. Es ist eine Art von Weltraumvegetation. Wie hat Hank diesen Dokument in die Hände bekommen? Diese Pflanze ist ja das, was wir hier gesehen haben, was hier durch den Raum ging. Und wir eventuell... jetzt befreit haben vom Dachboden. This is Hank Morris, June 2010. We've just had an unbelievable situation at the observatory. Good God, I'm tired. We've been working for nearly 20 hours straight, I think. Better make myself some lunch or dinners. First, I have to record this while it's still fresh. Okay, so it all started with Carter throwing down a report on my desk saying the dish is broken again. Rubbish data, he says. I nearly choked my coffee. It might have looked rubbish to him, but for me, it only took one glance to see something was going on. This had communication written all over it. It's in the intervals. It's in the activity spikes. They know I'm worth my salt, so within 10 minutes, we were turning the old girl around to try and get more readings. We spent hours chasing the signals before the signals dropped. I reckon we got a petabyte worth of data to analyze. Now, the brass at head office weren't too impressed, saying it was just our own radio frequencies, bouncing off planes flying over. That sure ain't it. Did they forget? I have a PhD in this. These frequencies are nothing like you'll find on Earth. And we didn't lose the signal, as Carter called it. Hell no. They stopped. Something was sending those signals. Now, let's just theorize. Put everything we think we know aside. These signals, there could be more to them. What if we're looking at first contact? Yes. I mean, I've been looking at data like this all my life. And never ever have I seen patterns like this. They aren't Chinese, or Russian for sure. It's communication. Could even pass for the static our own frequencies throw off for sure. But it is so alien to ours, in very subtle ways. So, likely as it is, if it is first contact, what is it they're trying to say? Okay. Können wir mit dem PC abmachen? Some kind of map? Location is marked. Ein Ort ist markiert. Bring remote. What remote? Is it here somewhere? Fernbedienung mitbringen. Welche Fernbedienung? Ist es hier irgendwo? Also die Fernbedienung wahrscheinlich. Wir müssen uns hier echt gut umgucken. Das kennen wir, ne? Ja, das kennen wir. Das hier kann ich nicht. I can't look inside the crate. It's blocked. What are these things? God, I'm sweating. Easy, John. Taschenlampe fokussieren. Krass. Reacts to light? What is it?
Da ist bestimmt die Pflanze, wovon gesprochen wurde. Ein Knopf? Nothing's happening. Nichts passiert. Eine seltsam aussehende Fernbedienung. Was ist das? It's a garbage chute. Nothing more. Müllschacht, nichts weiter. Garbage chute. Nothing more. Exit, das ist aber Exit. It's a garbage chute. Nothing more. Du Raut. Oh. What the Breathe, John. Breathe. Was? Okay, da war mir gerade ein bisschen erschrocken. Aber dazu sagt du komischerweise nichts, oder Kind? This image is important. Dieses Bild ist wichtig. Ein Bild? Das war ein Bild? Das sah alles aus, aber nicht nach einem Bild. Dieses Bild, das ich in der Mappe gefunden habe, scheint eine Art Entdeckung hier in Green Lake zu dokumentieren. Sie ziehen eine Art pflanzliche Ranken aus dem Wasser. Es kommt eine Art Rauch aus dem Wasser und es ist Wissenschaftler anwesend. Was war es, das sie gefunden haben? Das Teil ist bestimmt der Teil, was hier im Raum ist. Papa betitelte es mit 1968. Das außerirdische Wachstum wird in Green Lake vom Menschen entdeckt. Und er kritzelte, sie beobachten uns durch das Wachstum und lernen unsere Kultur kennen. Was zum... Punkt, Punkt, Punkt. Das sah aus wie so eine Batterie, was da gerade lag. Sonst kann ich glaube ich nichts machen, oder? Okay, I've got a location to go and a remote. It shouldn't be far from here. Es sollte nicht weit von hier Better sein. Have some answers when I get there, Hank. Target's upstairs. Got him. Was? Wie gut, dass ich da gefunden habe. Only one exit through the garbage chute. The order is in. Shoot the target. I repeat, shoot the target. Nein. Nicht schießen. Nicht schießen, finde ich nicht nett. Komme ich da rüber? Oh, der macht gerade alles. Oh my god. Mash, 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 mash. They'll kill me. They'll kill me this time. After me. What did I do? Das ist eine gute Frage. I must be nearing the location on Hank's map. That remote control. Hey, did that red light just turn on? I'll need to cross this field. Hank must be there. But I can't let the soldiers see me. Or my flashlight. Okay. Wir müssen zum roten Punkt, aber die komischen Typen hier dürfen uns nicht sehen. Heißt, wir müssen auf jeden Fall aus dem Lichtstrahl hier wegbleiben. If I stay crouched and turn off my flashlight, I'll improve my chances. God, I hate the dark. Okay, die bewegen sich auch, gut zu wissen. Ne,
Bin ich tot? Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufe gerade, ehrlich gesagt. Ich komme nicht hoch. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz Taschenlampe anmachen, glaube ich. I'm all right. Glaube ich nicht, dass du in Ordnung bist. What am I walking into? Auf mich zu? Wo kommt was auf mich zu? Ich sehe nichts. Ich will nicht mehr. More plants. Do I need to go down here? Best be careful where I step. Erstmal muss ich hier Taschenlampe wieder machen. Kann ich den fokussieren? Oh ja. Und dann geht's in den Nichts. Oh, Sanity of Morris. März 23. Xbox, Steam, PlayStation 5, Xbox One, iPhone, PS4. Cool, die Demo ist dann schnell vorbei. Leute, ich habe draufgeklickt, komme ich auf der Homepage. Weißt du, wenn ich das Spiel einfach nochmal starte? Ich mache einfach mal. Weißt du, wenn ich das Spiel nochmal starte? Gucken, was passiert. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Wie gut, dass ich über Konsole spiele. Weiter. Bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir weiterspielen können, aber ich würde trotzdem mal... Ne, okay, kann man nicht, war klar. Also dann verabschiede ich mich hier, sage danke fürs Zugucken, zu hören. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Let's Play oder whatever. Ciao.